Und ein herzliches Willkommen wieder einmal zu einer Zeitreise, zu einer ganz besonderen, ein Geburtstagsgeschenk von uns an die Universität, die im nächsten Jahr 600 Jahre alt wird, Teil 2 der Persönlichkeiten. Und das beste Geschenk kann sich die Universität vielleicht selbst bereiten, denn hier entsteht das neue Zentrum der Medizin auf dem Campus in der Schillingallee. Die letzte Folge, die endete Mitte des 17. Jahrhunderts. Rostock überstand den 30-jährigen Krieg und hatte das größte Feuer erlebt, welches die Stadt jemals erlebte. Die Stadt war fast abgebrannt. Tja, Universität und auch Stadt waren fast am Ende. Und genau da setzen wir wieder ein. Ich erzähle Ihnen eine Geschichte, die ungefähr bis Mitte des 19. Jahrhunderts gehen wird. Beginnen wollen wir aber, wie gesagt, in der Mitte des 17. Jahrhunderts. Denn dort wurde ein waschechter Rostocker geboren. Und mit dem soll es auch losgehen. Sein Name ist Peter Becker. Er war Mathematiker und Theologe. Mit dem Übergang vom 17. zum 18. Jahrhundert begannen wieder bessere Zeiten für die Universität. Dafür steht auch Becker. Er entstammte einer bedeutenden Gelehrtenfamilie, wurde 1672 in Rostock geboren und 1690 an der Universität immatrikuliert. Hier wirkte er dann an der Philosophischen Fakultät. Ab 1697 als Professor der Astronomie und der niederen Mathematik, deren wichtiger Ausgangspunkt der sogenannte Zahlenhaufen ist. Neben seiner Professur war er ab 1701 bis 1714 auch Rektor der großen Stadtschule, welche sich zu jener Zeit noch im damaligen Johanneskloster hinter dem Steintor befand. Die Stadt war dabei, sich zu wandeln. Das Studentenleben war wieder anders geworden. Nicht nur die Kleidung der Studiosis änderte sich, sondern auch die Einstellung zum Studieren verbesserte sich wieder. Von 1715 bis 1723 war Peter Becker auch der Rektor der Universität, sowie ab 1721 ebenfalls noch Pastor an der Jakobikirche, der jüngsten der einst 4 Rostocker Pfarrkirchen, die seit 1589 bereits ihren neuen Turmhelm besaß. Die Astronomie hatte es ihm außerdem angetan. Konnte er doch im Haus der ehemaligen Wasserkunst an der Grube, das seit 1662 für astronomische Zwecke genutzt wurde, seinen Forschungen bestens nachgehen. Die hier gemachten astronomischen Beobachtungen und Berechnungen waren äußerst exakt. So betrieb er unter anderem Forschungen auf dem Gebiet der Sonnenflecken, die eine spätere wissenschaftliche Auswertung zur Entfernungsbestimmung zuließen. Ihm zu Ehren trägt heute ein Kleinplanet im Asteroidengürtel zwischen Mars und Jupiter den Namen Peter Becker. Auch sein Bildnis ist heute in der Aula der Universität zu finden. Er starb 1753 in seiner Heimatstadt. Zu dem Zeitabschnitt, den wir heute betrachten, gehören übrigens auch 3 Vertreter des mecklenburgischen Fürstenhauses. Herzog Friedrich Ludwig zu Mecklenburg-Schwerin, immatrikuliert 1792. Georg, Großherzog von Mecklenburg und Mecklenburg-Strelitz, immatrikuliert 1795. Und Paul Friedrich, Großherzog von Mecklenburg in Mecklenburg-Schwerin, ab 1819 immatrikuliert. An dieser Stelle sei auch auf einen weiteren Vertreter der Herrscher in Mecklenburg hingewiesen, auf Friedrich den Frommen. Nicht als Student, sondern als derjenige, der 1760 nach einer Auseinandersetzung mit dem Magistrat der Stadt und der Theologischen Fakultät, die sich damals in den ehemaligen Gebäuden des Johannesklosters und des Klosters der Michaelisbrüder befand, nun Teile der Rostocker Universität nach Bützow verlagerte und dort die Friedrichs-Universität gründete. Begeben wir uns nun in die Zeit vom ausklingenden 18. Jahrhundert bis hinein in das 19. Jahrhundert. Die 1789 erfolgte Wiedervereinigung beider Bildungseinrichtungen bedeutete für Rostock wieder ein erster kleiner Aufschwung. Doch blieb die Universität noch lange die kleinste in Deutschland. Auch in dieser Zeit gab es hier großartige Leistungen. Stellvertretend für viele können nur einige Wissenschaftler genannt sein. Samuel Vogel
war seit 1789 Professor der medizinischen Fakultät. 1793 überzeugte er den mecklenburgischen Herzog Friedrich Franz I. von Mecklenburg-Schwerin von der Heilkraft eines Seebades, worauf das erste deutsche Seebad in Heiligendamm gegründet wurde. Ab 1797 war er herzoglicher Leibarzt. Bereits 1800 ist er in die Freimaurerloge Tempel der Wahrheit in Rostock aufgenommen worden. Zeitweise war er deren Meister vom Stuhl, also deren Vorsitzender. 1832 erhebt ihn der bayerische König Ludwig I. in den Adelstand. Hermann Friedrich Becker war eigentlich Förster. Von 1782 bis 90 studierte er Mathematik, Physik, Architektur und Ökonomie in Rostock. Er zählt zu den Begründern des geregelten Forstwirtschaftsbetriebes. Außerdem entwickelte er einen nach ihm benannten Baumhöhenmesser, der zur Abschätzung der Nutzholzlänge im Bestand diente und lange Zeit in der deutschen Forstwirtschaft eingesetzt wurde. In der Heide gibt es für ihn einen Gedenkstein. 1841 wurde er Ehrendoktor der Philosophischen Fakultät. Er gilt auch als der erste namentlich bekannte Badegast von Warnemünde, woran eine Gedenktafel im Rostocker Ortsteil erinnert. Auf alle Fälle muss hier auch der Professor der Ökonomie Lorenz Karsten genannt werden. Zunächst war er Student, später auch Rektor der Bützower Universität. Zurückgekehrt nach Rostock galt sein wissenschaftliches Interesse vorwiegend der Landwirtschaft. Er pachtete mit eigenen Mitteln vor den Toren der Stadt ein Grundstück und betrieb hier ab 1793 die landwirtschaftliche Versuchsanstalt Neuenwerder. Es war die erste deutsche Lehr- und Versuchswirtschaft. Probleme wie Mutterkorn, Brand des Getreides und Mittel, die Raupen zu mindern, behandelte er in seinen Vorlesungen. In seinen Veröffentlichungen gab er den Landwirten Empfehlungen, wie die Anbaumethoden der Kulturpflanzen verbessert und die Ernteerträge gesteigert werden können. 1798 gründete er die Mecklenburgische Landwirtschaftsgesellschaft, aus der 1813 der Mecklenburgische Patriotische Verein wurde. Bei dieser Thematik muss unbedingt Johann Heinrich von Thünen genannt werden. Der Wirtschaftswissenschaftler und Sozialreformer vollbrachte Pionierleistungen, unter anderem bei der Entwicklung von land- und forstwirtschaftlichen Produktions-, Standort- und Raumstrukturtheorien. Das mit entsprechenden Impulsen für die Wirtschaftsgeografie und Regionalwissenschaft sowie bei der Begründung der landwirtschaftlichen Betriebslehre in Deutschland. Sowohl wegweisende Untersuchungen und praktische Vorschläge zum Agrarkredit als auch eine Formel für gerechte Entlohnung der Landarbeiter stammen von ihm. 1830 verlieh ihm die Philosophische Fakultät der Universität die Ehrendoktorwürde. 1848 wurde er Ehrenbürger von Teterow. Heimstatt seiner Forschungen war das 465 Hektar große Gut Tello bei Teterow, wo es heute ein Thünenmuseum gibt. Dort wurde auch 1990 die Thünengesellschaft gegründet. In der Universität gibt es ein Thünenarchiv, das bundesweit wirkende Thünenforschungsinstitut, wozu auch das Institut der Ostseefischerei in Rostock gehört, wurde 2008 errichtet. Um 1800 bildete sich das klassisch-moderne System der Wissenschaften heraus. Auch in Rostock entstanden in den Jahren 1790 bis 1855 neue Institute. So zum Beispiel 1790 das Anatomische Institut, zunächst noch am Alten Markt und ab 1878 am Standort in der Gertrudenstraße. Leiter wurde Wilhelm Josephi, Professor für Anatomie, Chirurgie und Geburtshilfe. 1793 übernahm er die Leitung der Hebammenschule und gab 1797 ein Hebammenlehrbuch heraus. Die Rostocker Universität wählte ihn 1805 zum Rektor. Herzog Friedrich Franz I. ernannte ihn zum Generalchirurg der Armee. Der Mediziner und Chirurg Johann Friedrich Dieffenbach war Wegbereiter der Transplantation
sowie der plastischen Chirurgie. Auch das zwischen 1852 und 1855 gebaute medizinisch-chirurgische Krankenhaus am Schröderplatz und das von Karl Strempel gegründete Rostocker Universitätsklinikum gehören dazu. Er begann 1824 als Mediziner, als Privatdozent die akademische Laufbahn. 1826 wurde er Professor der Rechte und Professor der Geschichte. In Rostock waren ihm nicht nur so gut wie alle medizinischen Universitätseinrichtungen unterstellt, sondern auch das um 1840 erbaute Naturhistorische Museum und ein chemisches Laboratorium, welches 1834 entstand. Aus diesem Gebäude wurde dann später das erste physikalische Institut. Die Chemie zog in die Buchbinderstraße. Strempel initiierte auch eine Sammlung mathematischer Instrumente und Geräte, die im Jahre 1835 die Bezeichnung Mathematisches Kabinett und Astronomisches Observatorium erhielt. Begann der Bau des neuen Museums nach den Plänen von Hofbaumeister Georg Adolf Demmler. Auch für das neue Hauptgebäude reichte Demmler einen Entwurf ein, der allerdings nicht angenommen wurde. Den Zuschlag erhielt sein Schweriner Partner Hermann Willebrand. In den Jahren 1866 bis 70 wurde dieses dann am Hopfenmarkt errichtet. Friedrich Witte, der Unternehmer, Apotheker und Politiker, ist kennzeichnend für diese neue Zeit. Nach dem Studium der Naturwissenschaften an der Universität Rostock erhielt er 1853 den Doktortitel. In seiner chemischen Fabrik, zunächst in der in der Schnickmannstraße, dann in Rostock-Bramo, gelang ihm 1871 die Gewinnung von Koffein in kristalliner Form zur Herstellung besonders reinen Pepsins und unter anderem auch Pepton, welches durch bakterielle Forschungen von Robert Koch sogar Weltruf erlangte. Mit vielen seiner in Rostock gefertigten Produkte war er Weltmarktführender. Auf den Weltausstellungen in Wien und 1893 in Chicago erhielt er hohe Auszeichnungen. Auch auf den Landesgewerbeausstellungen war er vertreten. Von 1878 bis 1891 war er Reichstagsabgeordneter. Der Speicher seiner ersten Fabrik in der Schnickmannstraße erinnert heute noch an ihn. Auch an den Ökonomen und Juristen Hermann Rösler sei erinnert. Er war von 1861 bis 1878 Professor für Staatswissenschaft an der Philosophischen Fakultät und ging anschließend nach Japan als Berater der Regierung bei der Reform des Rechtssystems nach europäischem Vorbild. Abschließend seien noch Prominente genannt, die in der heute besprochenen Zeitspanne ebenfalls an der Rostocker Universität tätig waren. Der niederdeutsche Schriftsteller John Brinkmann studierte Jura von 1834 bis 1838. Ein weiterer niederdeutscher Schriftsteller, Fritz Reuter, studierte nur kurz in Rostock. Ihm wurde 1863 die Ehrendoktorwürde verliehen. Und der dritte im Bunde, Archäologe und Troja-Entdecker Heinrich Schliemann. Er promovierte 1869 in Rostock und ist Namenspatron des Heinrich-Schliemann-Institutes für Altertumswissenschaften in der Philosophischen Fakultät. Viele Baustellen gibt es bei der Universität, größere und auch kleinere, aber die hier hinter mir ist garantiert die wichtigste. Das neue Herzstück der Unimedizin soll hier in Bälde in Betrieb gehen. Und wir haben uns verabredet, um etwas mehr zu erfahren, und zwar mit dem kaufmännischen Vorstand der Universitätsmedizin, Herrn Harald Lekuschke. Meine interessierte Frage heißt natürlich, wann ist diese Riesenbaustelle nicht mehr Baustelle, wann ist alles fertig? Also wir wollen im Geburtstagsjahr der Universität, die Medizin ist ja eine der Gründungsfakultäten und die älteste im Ostseeraum, im Jahr 2019 ab dem Sommer beginnen einzuziehen und werden bis Ende des Jahres 2019 dort drin sein. Und wenn man so einen Riesenkomplex sieht, dann ist man natürlich auch darauf gespannt, was hier alles passiert. Was wird, um nicht
ganz auszuschweifen, ganz konzentriert, das Herzstück sein, wovon wir ja reden, und das Wichtigste hier an diesem Bau? Also das Herzstück wird einmal die große zentrale Notaufnahme sein mit einem Heliport auf dem Dach, sodass der Hubschrauber direkt dort landen kann. Insbesondere aber, dass viele hochkarätige Funktionen wie Herzkatheter, Hybrid-OP, Endoskopie, Sonographie so zusammenliegen, dass sie Tür an Tür miteinander arbeiten, und das ist für eine Uniklinik sehr außergewöhnlich. Und jetzt vielleicht den Bogen zu spannen von unserer Sendung. Wir nennen ja immer wieder hervorragende Mediziner aus der Vergangenheit. Die gibt es ganz bestimmt natürlich auch in den heutigen Tagen. Worauf ist die Universität ganz besonders stolz? Wonach wird geforscht? Wo sind Sie vielleicht einmalig in der Welt? Also unser Forschungsschwerpunkt liegt ja insbesondere im Bereich der Biomaterialien, also Stents für Gefäße. Auch bei Herzklappen haben wir derzeit gerade eine internationale Übertragung per Satellit laufen, wo unsere Kardiologen für einen großen Kongress live eine Herzklappe implantieren. Das sind so unsere großen Kernstücke, natürlich ergänzt durch viele andere Fächer wie Urologie mit einem neuen OP-Roboter oder die Chirurgen, die Transplantationschirurgie. Also die Liste wäre noch sehr viel länger zu führen. Klingt nicht nur wahnsinnig interessant, sondern es ist sicherlich auch sehr, sehr wichtig. Da darf ich sagen, Dankeschön für die kurzen Informationen. Wünsche Ihnen in Ihrer Forschung und auch im normalen Arbeitsbetrieb viele, viele Erfolge zum Wohle der Medizin, aber auch zum Wohle unserer Stadt Rostock. Dankeschön nochmal, Herr Jokuschke. Und ich sage Ihnen natürlich auch Dankeschön fürs Zuschauen. Allerdings, die Information darf nicht fehlen. Es geht weiter. Wieder in einem Monat die nächste Zeitreise. Und da wechseln wir in ein ganz anderes Metier. Es wird wieder sportlich. Dankeschön für heute und bleiben Sie neugierig. Tschüss.